Das ist der erste CW, Leute, wo ich 18 von 18 Sterne habe. Willkommen zurück zu einer Folge Buckenhies. Da war ich schon wieder Hühnchen auf den Arsch. Aber zuerst spielen wir noch eine Runde Clash of Clans hier. Ja, ich habe hier wieder einen tollen CW zum Präsentieren. Hier eines unserer 15er. Ja, wir haben hier mittlerweile so gute, viele tolle und aktive Member, dass wir langsam sogar 15er CWs machen können. Ja gut, ich habe 4 Accounts. So. Na gut, ja, ihr seht hier, es läuft doch bei meiner Base recht gut. Es ist schon eine Weile her, dass ich das hier aufgenommen habe, wie mir gerade auffällt. Na gut, egal. Zeigen wir den CW, der ist extrem gut gelaufen. Der letzte Angriff von dem Meisterloop hier, von dem Arthur, der ist noch nicht gemacht. Der wird noch später auf die 6 gemacht. Na gut, wir gucken uns aber nichtsdestotrotz schon mal alles an. Und wie ihr vielleicht schon am Titel gesehen habt, das ist der erste CW, Leute, wo ich 18 von 18 Sterne habe. Ich habe mit dem Emerald-Account, habe ich 2x3 Sterne gemacht. Ich habe mit dem, wo habe ich den, G-Stone-Account, habe ich 2x3 Sterne gemacht. Und dem wurde noch kein Stern gemacht. Nice. Und mit dem Project NoDev habe ich auch 6 von 6 Sternen gemacht. Ja, Minus, der greift halt nicht an, der ist einfach nur dafür da, um das Gegnerniveau runterzuziehen. Ja. Das, ich weiß nicht, gilt das nicht als Cheaten? Mir doch egal. Na gut, also Cheaten ist das erste Mal, wenn man Fremdsoftware verwendet, laut Supercell, aber... Na gut, brauchen wir uns nicht drum kümmern. Wir stehen auf jeden Fall nicht in Gefahr. Manche bezeichnen mich vielleicht als Super, aber das interessiert mich den Scheißdreck. Wir gucken uns deshalb den ersten Angriff von mir an hier. Drei Schnell auf die eigene Nummer, die Nummer 1. Ja gut, der hat aber auch keine so tolle, ja, Base. Ja, und mit Go-App kann man da recht easy aufräumen. Ja. Also, wir sehen nachher übrigens auch noch einen sehr tollen Goak-Angriff. Der zweite ist ja schon ein Goak-Angriff. Der wurde noch nicht gemacht. Ja. Der Meister-Noob. Der Arthur. Den habt ihr auch in dem heutigen Pokémon-Video hier gesehen. Der hat mich ja da masslos geflext. Jo. Der tolle Knecht, der steht heute halt etwas im Mittelpunkt. Hat er sich aber auch verdient. Ja. Dann hat die Königin nochmal gut aufgeräumt. Da haben die Packers gut aufgeräumt. Ich weiß nicht, ich glaube von der knapp wär's Zeit, von der knapp wär's Zeit gewesen. Klar, von der Zeit wär's knapp gewesen, wenn ich die Königin dort verloren hätte. Aber wir haben sie nicht verloren, deshalb brauchen wir es nicht sehen. Vielleicht in einer anderen Spring, aber hier interessiert uns das nicht. So, den habe ich gerade erst angegriffen. Ja, wieder die 100%. ich weiß nicht mehr, wie das da genau. Ja. Da, dann kommt... Ja. Vielleicht kommt noch da der tolle Level 4-Pack. Ach ja, genau, wir sind jetzt übrigens dann Level 5. Also, wenn irgendwelche guten Member kommen wollen. Wir haben hier aber Platz. Die Aktiven können ja gesiegt werden, bis sie nicht mehr aktiv sind. Können wir noch Einladungen schicken. Ja, war ich in letzter Zeit immer so. Ihr Gott, also ich kann mich nicht beschweren. Und ich möchte jetzt auch nicht nach Member betteln, weil das hier jetzt recht armselig wäre. Deshalb, Leute, ja. Gibt's dazu noch irgendwas zu sagen? Nö, aber wenn hier irgendjemand von euch hier rein möchte, ja, vor allem die Leute, die vielleicht an meinen Pokémon-GIF-OS teilnehmen und das Gesamt-Pokémon-Spiel, die sind hier im Clan sehr erwünscht, weil da habe ich erstens neue Leute, gegen die ich kämpfen kann. Und zweitens können wir dann während des Kampfes auch noch hier bei Clash of Clans chatten. Und das ist immer sehr schön zu wissen, was da in den Köpfen der Leute vorgeht, wenn man gegen sie kämpft. Oder insgesamt etwas Smalltalk halten zu können, Sport zu machen. Kennt ihr da alles aus? Wer ist das Zeug nochmal? Clash Royale, genau. Deshalb, ich würde es begrüßen, dass wenn ihr an so einem Giveaway vielleicht teilnimmt, ihr auch in den Clan reinkommt. Und wenn ihr TA3 seid und, ja, wenn ihr gerusht habt, TA3 seid, ist das egal. Hauptsache, ihr könnt dann hier mit mir schreiben. Ja, gut, egal. Ich weiß nicht, wie viele Sterne hat der Jakob hier gemacht. Ich hab's nicht gesehen. Ja, der Jakob, der ist auch nichts, der ist der voller Member. Der Meister, der ist leider auch nur zu Besuch da. Schade, schade. Der ist ein sehr toller Member. Aber gut, das ist egal. Würde jetzt sein Clan hierfür verlassen, aus welchem Grund auch immer. Der hat dazu wirklich keinen Grund. Das ist gerade ein super Clan. Ja, wäre ich ihm sogar etwas wütend, weil das von Treulosigkeit zeugen würde. So, hier kommt jetzt der Super Goak-Angriff und der erste Angriff hier, den ich jetzt nicht verschnellern werde. Ja, Goak ist eine so schöne Strategie. Eine sehr schöne Strategie sogar. Ne, ich werde verschnellern, ansonsten dauert das Video wieder Stunden. Sorry, Meister. Ja, da kommt er mit dem Skill, mit dem Kill-Squad rein. Hat den Fischer umgebracht, fragt mich nicht, warum er jetzt erst den Mauerbrecher setzte oder warum er sie überhaupt dabei hatte. Aber gut, Hox und Mauerbrecher. Was harmoniert in einem Angriff mehr als diese beiden Dinger? Rasieren die Dinger. Rasieren. Hox und Mauerbrecher. Liebe es. Ja,
Und da sieht man wieder, wie OP Gorg ist. Ja, mein Ochsenleiter gerade auf 3, die updaten auf 4. Danach kommt direkt das Update auf 5, habe auch schon als Delix und das zusammen. Ja gut, wenn man Golem 4 hat, ist das auch nicht schwer, das Zeug für alle anderen Truppen zusammenzubekommen. Ja, ich werde hier nächstes Mal, glaube ich, mit dem Gold ein paar Probleme haben, weil ich mich nicht mehr entlasten kann mit Elex-Updates, da meine letzte Sache, die ich mit Elex updaten könnte. Ja, letzte Sache, die ich mit Elex updaten könnte, die habe ich jetzt schon verbraten. Ich kann mich nicht mehr entlasten, ich kann nur mit Gold updaten. Das wird hart, Freunde. Na gut, ist mir egal. Ja. Wir haben ja schon bei NoDev gesehen, der ist jetzt übrigens runter auf TR 7, wird immer besser und besser. Updatet erstmal noch seinen Sammler, so wie immer, wenn man frisch auf den TR kam. Ja. Man sieht ja schon bei dem NoDev, wie viel Zeit man sich bei der Defensive lassen kann. Weil die Defensive, wenn die Offensive gut genug ist, einfach gar nicht juckt. Und das weiß der liebe Herr NoDev in jedem verdammten CW erneut. Na gut, weiter zum nächsten Angriff. Oh, da hat der Minion. Na Gott, man kann ja nicht jeden Angriff gewinnen. Und der Minion tut auch so jede Menge gute Sachen. Ja, das wird dann davon den Meister nur korrigiert. Ist hier in dem Clan nicht so schlimm. Wir sind auch kein CW-Clan. Wir sind eher ein, wie heißt es nochmal, ein Gemeinschaftsclan. Hat so ein Clan, weiß ich, wie er genannt wird. Ja, hab's gerade nicht mehr so mit dem Reden. Hab gerade ja schon eine Pokémon-Aufnahme hinter mich. Meine Zunge ist gelähmt, mein Hirn ist gelähmt. So wie immer eigentlich. Dafür brauche ich keine Pokémon-Aufnahme. Und deshalb kann ich jetzt laut auch nicht so sehr reden. Wie man wahrscheinlich hört. So. Ah, ja, das ist eine eklige Base für solche Sachen. Hat aber auch ein perfektes Anti-3-Star-Layout. Na gut, Leute, aber es mattert nicht. Die Gegner können uns noch 3 Sterne machen, die werden nicht mehr dann. Der Meister-Noob, der könnte noch 3 Sterne machen hier drauf. Dann wird uns ein Stern fehlen, nämlich den der Jakob da oben nicht bekommen hatte. Und das wäre dann doch schon mal ein sehr schönes CW-Ergebnis, würde ich mal sagen. Ich glaube, bisher sogar unser Bestes. 44 Sterne. Und der Meister-Noob schafft es ja eh. Das ist doch schon mal was Krasses. Das ist wirklich was Krasses. Na gut, hier hatte der Manny aber volle Power gegeben. Hier hat der Manny nochmal gezeigt, was er kann. Und hat den Tree-Star geholt. Also zumindest auf der Anzeige vorhin. Ist hier in der Wiederholung ist. Das müsste dann gar nicht freuen, oder? Ja gut, so. Die Nummer ist aber auch ein bisschen gerusht. Ich weiß nicht, ich glaube mit Glowstone. Ja, vielleicht nicht mit Kuwok, aber mit einer normalen regulären Nummer. Nee, mit einem normalen regulären Angriff hätte ich den vielleicht auch da gemacht. Na, ist so spät. Glowstone wurde an anderer Front gebracht. Gebraucht. So, da hat der Prime nochmal durchgezogen. Auch ein toller neuer Member. Etwas gerusht, aber ja. Bei diesem Clan sind die inneren Werte. Und ich fühle mich gerade hier wie irgend so ein Typ, der Werbung für den Clan macht. Woran liegt das wohl? Da kam er mit den Level 5 Barbaren, hat er nochmal mächtig mit angegeben. Na gut, sind halt jetzt Rathaus maxed. So, und der hatte die Magier irgendwie früher maxed als die Barbaren. Na gut, ich stell's mal nicht in Frage. Kann man machen, muss man nicht. Ist eventuell auch manchmal besser. So, hier, jetzt gehen wir zur Raha. Wiederholung. Ah, der Killer Bee. Ja, ein ehemaliger Member der Cybermafia. Die Cybermafia ist aber leider wieder ein bisschen kaputt. Deshalb ist er zu uns rübergekommen. Wir sind ja praktisch die, ja, Tochterclan habe ich das damals aber genannt, aber ich habe inzwischen bemerkt, dass es nicht wirklich so der Fall ist. Na gut, wir sind auf jeden Fall mit denen gut verbündet. Hängt zusammen halt eine richtige Männerfreundschaft zwischen zwei Clans. Und jo, da hat er sich gedacht, komm, gehe ich mal zu denen rüber, wenn hier nichts mehr los ist. Na gut, ich kann mir auch keinen Verrat unterstellen. Der Cluser da, der Anführer, der ist auch selbst wieder gegangen. Jeder ist da gegangen. Ja gut, ich bin auch der Erste gegangen, ist sogar noch bevor der Clan vor dem Zusammenbruch ist, einfach nur weil die, ja, weil die Tactical Arm hier ansonsten kaputt gegangen wäre. Hatte ich keine andere Wahl als wegzugehen. Tut mir immer noch ein bisschen leid. I cry every time. Na gut. Da hat jetzt der Glowstone gezeigt, was er. Oh, das bin ja ich. Ja, jetzt seht ihr auch, warum ich die 18 von 18 Sterne habe. Ich habe als Eigennummer wirklich einen TR6er bekommen. Was unter TR6 kommt, wisst ihr ja. Ihr wisst es. Ja, und NoDev, dem kann hier unten eh niemand das Wasser reichen, zumindest in der Offensive, also wenn ich die angreife. Ihr versteht, wie ich das meine. So, da hatte nochmal der Bruder Jacob,
der zweite Account von Jakob, hat er nochmal hier ordentlich gezeigt, wo der Hammer hängt. Hat den Gegner gezeigt, wo sein Platz in dieser Welt ist. Ja. Hier die Ochs haben auch rasiert. Die Ochs, die begleiten uns durch den gesamten Clan-Krieg. Die begleiten uns seitdem der Meister-Loop hier in dem Clan ist. Zu Besuch. Kann ich mich nicht überschweren. Ochs sind eine sehr kompetitive Truppe. Schade, dass es nicht im Pokémon gibt. Da wäre die Welt direkt ein viel besserer Ort. Na gut, gehen wir weiter zu der Nummer 12. Das ist ja fast durch. Ah, da hat der Milo, Mannys zweiter Account. Endlich hat er auch mal einen. Er hat's geschafft, Leute. Er hat einen zweiten Account. Ja. Da hat der Manny jetzt hier ordentlich mal losgezogen. Ja. Der Manny kriegt in jedem CV was hin. Und manchmal hat er seine Tiefen. So, boah, ich erinnere mich schon an damals, wo extremst gerusht war und die dümmsten Angriffe hingelegt hat. Momentan ist er eines meiner wertvollsten, liebsten Member. Ja gut, schon seit längerem. Aber das muss man so hervorheben. Ja, ich kann mich bei den Kleinen hier gerade überhaupt nicht beschweren. Läuft alles wunderbar. Dann weiter zu der Nummer 13. Ah, da kam der Project Notif zum Einsatz. Der hat jetzt mittlerweile auch die 200 Truppen, kann er jetzt lagern. Ich weiß nicht, wie weit er noch kommt. Ich gehe als nächstes mal aufs Labor, sobald die Sammler fertig sind. Ich nehme gerade einen Schluck. Wasser, das Elixier des Lebens. So, ja, wie sollte man es anders erwarten? Ein Full TH7 Angriff, ja gut, Full nicht, ein TH7 Frischling Angriff oder so ähnlich. Auf ein TH5er und der hat gemattert, Leute. Ja, da hat er noch direkt im Anschluss den Angriff auf 14 gemacht. Also, ich weiß nicht, im letzten CW war es ja so sogar, dass ich Nummer 10 machen kann. Wie fühlt man sich eigentlich als Nummer 10, wenn man von Nummer 15 kaputt gemacht wird? Ja, da habe ich mit dem Olaf noch mal richtig gezeigt, dass. Nee, warte, das habe ich in dem Angriff gar nicht. Ja, trotzdem, ging ich ja mit Full Force raus, hätte ich eigentlich noch die beiden Heilzauber setzen müssen. Und was soll ich euch sagen, Leute? Das habe ich im nächsten Angriff gemacht. Und das, was so wunderschön und grazil. Das werde ich jetzt gar nicht in Zeitraffer anzeigen. So. Guckt euch das an, Leute. Was hier jetzt kommt, das ist wahre Kunst. Ein TH7er. Ein Army Max TH7er. Ja gut, abgesehen vom König, aber der König ist gar nicht Army Max. Er ist gar nicht Army. Der König ist Boss. Der steht über der Army, Leute. Ja. Hier ging ich all out. Und habe richtig gezeigt, dass, wenn die Army Max ist, es mich einen Scheißdreck interessiert, wie viel Elixier ich bei so einem kleinen Angriff verballere. Das hier, Freunde, ist Kunst. Guckt es euch ganz genau an. Guckt es euch ganz genau an. Da! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich weiß, da. Das ist mal neidisch, oder? Und hätte ich da jetzt in der letzten Sekunde noch den Angriff abgebrochen, hätte ich nur einen Stern gehabt. Hab ich aber nicht. So. Ja, das wär's dann zu dieser Runde. Hat Spaß gemacht, mal wieder Clash of Clans aufzunehmen. War richtig befreiend und ist auch schon eine Weile her. Ja, an der Stelle um Pokémon halt. Wobei ich nicht weiß, was mir mehr Spaß macht hier. Pokémon oder Clash of Clans? Ich würde mal sagen, ist hier beides eher ein Hobby von mir. Jo, komm her, schreib. Hi. So. Nee, zu spät, komm her. Aufnahme zu Ende, komm her. Bye. Ja, das war. Oh. Fail. Okay, habt's doch noch gesehen. KK, komm her. Doch nicht zu spät. Ja gut, jetzt ist die Aufnahme zu Ende, Leute. Bis dann. Ciao.